Nairobi, die Hauptstadt Kenias, Mitte August 2011. Als frachtverpackte Zelte werden in LKW geladen und in das Flüchtlingslager Dadaab gebracht. Hier leben über 440.000 Menschen. Das Lager ist mittlerweile die viertgrößte Stadt Kenias. Und täglich kommen 1.500 Menschen dazu. Fast alle stammen aus Somalia, von wo die Dürre und der Krieg sie vertrieben haben. Insgesamt 5000 Zelte wird World Vision zusammen mit der Organisation Shelterbox und dem UNO-Flüchtlingswerk UNHCR liefern. Sie werden in einem Erweiterungsteil von Dadaab aufgebaut, der erst jetzt für Flüchtlinge freigegeben wurde. Etwa 30.000 Menschen finden in den Zelten Schutz. Schutz vor dem Wind, der bislang ungehindert Staub und Sand in ihre Notunterkünfte aus Stöcken und Plastikfolien wehte. Vor allem die häufig extrem geschwächten Kinder brauchen diesen Schutz. Sie sind tagelang gewandert, um das Lager zu erreichen, oft mit nur wenig Nahrung und von Krankheiten gezeichnet. Außerdem hat World Vision mehrere tausend Moskitonetze, Hygiene- und Küchensets verteilt. So soll auch dem Ausbruch von Krankheiten vorgebeugt werden. Dazu gehört auch der Bau von Latrinen. Bislang müssen sich im Schnitt 96 Menschen eine Latrine teilen. Die Zelte sind eine erste Hilfe. Nötig sind jedoch Zehntausende weitere, damit die Flüchtlinge in halbwegs menschenwürdigen Umständen leben können.